Also, Sie heißen Pippi. Ist das Ihr ganzer Name? Nein, ich heiße Pippi Lotta, Victualia, Rolgadina, Schokuminza. Aber meine Freunde nennen mich Pippi. Ja, das ist durchaus verständlich. Haben Sie viele Freunde? Ah ja, da wären die Annika und der Tommy und die Gerda und der Sepp. Ja, ja, schon gut. Aber gibt es in Ihrem ganzen Bekanntenkreis keinen Mann, der Ihnen so wirklich gefällt? Nein, eigentlich nicht. Naja, die Männer sind heute schon sehr wählerisch, gell? Und anspruchsvoll. Sonst, was hätten Sie denn eigentlich zu bieten, Pippi? Ich habe ein Haus und ein Pferd und jede Menge Geld habe ich auch. Daran soll es nicht scheitern. Ja, wirklich, dann schauen wir uns das einmal im Beitrag an, gell? 2 mal 3 macht 4, bitte, 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 und 3 macht 9. Ich mach mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt. Hey, Pippi Langstrumpf, tolle, wie tolle, tolle Hopsasa. Hey, Pippi Langstrumpf, die macht, was ihr gefällt. 3 mal 3 macht 6, bitte, bitte, wer will's von mir lernen? Alle groß und klein, tralalala, die zu mir ein. Ich hab ein Haus, ein kunterbuntes Haus, ein Äffchen und ein Pferd, die schauen dort zum Fenster raus. Ich hab ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd, und jeder, der uns mag, kriegt unser 1x1 gelehrt. 2 mal 3 macht 4, bitte, 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 und 3 macht 9, wir machen uns die. Ja, und woran ist es bis jetzt gescheitert, dass Sie keinen Mann haben? Nein, ich suche eigentlich 2 Männer. Was, 2 Männer? Ja, einen Affen für die Küche und einen Hengst für... Ja, danke vielmals für das Gespräch. Ich weiß, es wird einmal Wunder geschehen und dann werden 1000 Märchen wahr. Ich weiß, so schnell kann keine Liebe vergehen, die so groß ist und so wunderbar. Wir haben beide dieselben Sterne, und dein Schicksal ist auch meins. Du bist mehr fern und doch nicht fern, denn unsere Seele sind eins. Und darum wird einmal der Wunder geschehen. Und ich weiß, dass wir uns wiedersehen. Wenn ich ohne Hoffnung leben müsste, wenn ich glauben müsste, dass mich niemand liebt. Also, wie heißen Sie? Ich bin Jeanette Aber. All meine Freunde nennen mich Madame Bombadour. Und ich suche einen Mann. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Haben Sie schon einmal einen Mann gehabt? Oh, ich hatte schon viele, aber die sind mir alle ausgebüscht. Ah ja, erzählen Sie mal was von sich. Wovon leben Sie denn eigentlich, Jeanette? Ich muss leider mein Leben mit Arbeit finanzieren und betreibe ein klein, aber fein Mähdrescherbar. Was bitte? Ein Mähdrescherbar. Ah ja. Ja, und sagen Sie, wie soll Ihr zukünftiger Partner ausschauen, Jeanette? Das Aussehen ist mir nicht wichtig. Er sollte haben andere Wert. Er sollte haben eine kleine Häuschen. Ja. Vielleicht 1, 2, 3 angestellt. Ich suche ein König. Ah. König, noch Bier. Ah, Dominik, erzählen Sie mal ein bisschen was über sich, hm? Tja, ich bin seit Beginn des Jahres arbeitslos. Ja, was haben Sie denn leicht gemacht? Ich hab's mit scharfen Sachen zu tun gehabt. Aha, und warum sind Sie jetzt auf Partnersuche? Mit meinem Job habe ich auch meine Lebenspartnerin verloren.
Ui, das ist aber dramatisch, gell? Schauen wir uns das einmal an. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf bewahr ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, damals als ich jung und wild war im Block. Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf bewahr ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, als wir das erste Mal gechillt haben im Block. Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf. Es war einmal vor langer, langer Zeit, vor 32 Jahren, als Mama schwanger war. Sie schreit, denn ich komme. Ich war so süß ohne die Haare am Sack, aber die wachsen schon noch, warte mal ab. Ich bin im Osten aufgewachsen, bis ich 9 war. Orangenes Licht und graue Häuser, dann der Aufbruch ins Neuland. An der Entscheidung kann ich nicht nur Gutes lassen, denn es war nicht immer einfach für uns drei hier Fuß zu fassen. Naja, was suchen Sie denn jetzt eigentlich, Dominik? Ich suche etwas Scharfes. Ja, und was haben Sie sich da so vorgestellt? Eigentlich möchte ich ganz umsatteln und suche jetzt einen Mann. Ah ja, die Seiten gewechselt sozusagen, ja. Und wie soll der ausschauen, der Mann? Groß, stattlich und handfest soll er sein. Einer, der mich umhaut. Na ja, dann vielleicht Sie da? Hatten Sie schon mal Lutschen an den Füßen? Wie bitte? Ach nee, Moment. Das waren doch Blasen. Egal. Okay. Gut. Sie sind die Schatzi, gell? Und Sie suchen auch einen Mann. Ja, warum machen Sie denn das, Schatzi? Ich bin der Meinung, ich sollte mich vermehren. Sowas wie ich darf nicht aussterben. Ja, und wie soll Ihr Traummann eigentlich ausschauen? Wir wollen ja keinen lieben Mann. Wir wollen einen Mann, der uns ab und an auch mal an den Kaktus schmeißt. Man muss quasi riechen, dass sie sich den Arsch aufreißen. Aha. Was zeichneten Sie so persönlich aus? Wo liegen denn Ihre Stärken? Ich würde sagen, was man nicht im Kopf hat, muss man im Körbchen haben. Ah ja, und gelten diese rein körperlichen Vorzüge auch für das, was Sie einen Mann suchen dann? Nun ja, er muss einen großen Daumen haben. Am Daumen eines Mannes erkennt Frau, woran sie ist. Ist der Daumen klein und dünn, ist nur ein heißes Lüftchen drin. Ist der Daumen dick und groß, hat er ordentlich was in der Hose. Aha, ja, na ja, Sie müssen es ja wissen. Sagen Sie, wie wichtig ist für Sie Sex? Ich für meinen Teil, ich habe ja ausgefallenen Sex. Meistens fällt er aus. Ja, Cindy und Cindy sind jetzt bei uns. Wie würdet ihr euch denn beschreiben? Ich melde mich gleich als erstes zu Wort. Bin ja viel zurückhaltender als meine Schwester. Bin eine Frau mit Gespür für Farben und Formen. Ja? Meine Lieblingsfarbe ist, die werde ich jetzt nicht verraten. Ich bin auch sehr introvertiert. Ja, wie soll denn Ihr Partner eigentlich ausschauen, Cindy? Äußerlichkeiten sind mir nicht so wichtig, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Er muss mindestens 1,92 groß sein, blondes Haar und nicht über 20 sein. Mhm. Körperlich athletisch und sportlich. Er sollte auch wortgewandt und ein guter Verdiener sein. Die inneren Werte sind mir nicht so wichtig. Wir suchen ja vorerst nur einen Mann. Alles andere ergibt sich in der Testphase. Sämtliche Anfragen und Vorstellungen bitte ausschließlich an mich. Und an mich? Fall mir nicht schon wieder ins Wort! Und
zu guter Letzt unser größtes Hobby, einzig und allein der Sport. Naja, das müssen wir uns anschauen. Das sieht man ja auch, ne? Ich bin eine Frau, ich bin begehrt.